gewünscht. Willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder Zeit für mich zum Dampfen. Hab mal wieder allerdings probiert. Deswegen werde ich heute mal wieder Geschmackstest machen. Von Arom. Dieses Shake and Vape. Anti-Matter, Matter, wie man es auch ausspricht hier. Von Xor. Warum Xor, weiß ich nicht. Name muss sein, ist publik. Hier war ein bisschen Aroma drin, wo man den Rest mit Base aufkippt und fertig ist er. Lack. Geschüttelt, dampfbar. Auch ich mache immer so 14 Tage ziehen lassen, dass, wie gesagt, das Aroma Zeit hat, sich zu entfalten. Der Geschmack von Xor soll sein der Pfirsich-Eistee gegen warme Sommerwinde. Ich schaue es wieder an, nicht pur dampfen, ist klar. Dosierfüllung 8-10%. Ich habe 10%, weil ich habe aber nur mit Base aufgekippt, fertig. So soll es auch sein. Ich sage alle 10%, fast. Davon abgesehen. Ich tippe mal auf, wenn man weniger reinfüllt, dann hat man auch so eine 8% oder 5%, wie man es will. Kann auch sparsam sein, aber eigentlich ist es Quatsch. Reingekippt, fertig. Und da bleibt kein Restmüll übrig, ist ein Geier, einfach nur aufgefüllt und fertig. Dann, ja, hat keine allergische Reaktion hervorrufen. Ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir wollen direkt mal probieren, ob das stimmt, dieser Pfirsich-Eistee. Bevor ich mal wieder, wird wieder irgendwelchen Minze oder Menthol oder Colada mit dabei sein. Oh. Pfirsich-Eistee, stimmt. Verdammt süß. Das klebt den Arsch von innen zu. Aber so erstmal. Ich will schon schnell dann. Auf alle Fälle, das, was er schreibt, stimmt. Das ist wirklich ein schöner Pfirsich-Eistee. Ganz schön süße. Ein Hauch, wirklich ein Hauch an Frische. Das ist heute nicht okay, keine schwarzen Füße oder ein Sockenschuss, sondern so schon minimal, so kleine Prise, das war's. Eigentlich ist das wie Pfirsich-Eistee. Süßer. Leicht frischlich, leicht. Nicht schlecht, muss man ja sagen. Könnte noch ein bisschen mehr schmecken, aber man werde nicht so viel verlangen. Trotz dem Ganzen ist es denen gelungen. Lecker. Also das muss man echt lassen. Lecker. Ich würde fast behaupten, es schmeckt nicht, auch hier nicht so wie Chemiekeule, sondern es schmeckt angenehm. Wenn man Augen zumacht, dran dampft, denkt man, dass man eigentlich den Pfirsich-Eistee trinkt. Den Geschmack hat man halt. Also gut gemacht. Eine sehr gute 2+. Begeistert, haben wir es gut hinbekommen. Auch hier Daumen hoch, gute Arbeit. Hab mir ja selten, dass wirklich sehr gut schmeckt. Wobei Dinge meistens viele schmeckt, was verdammt süß ist oder sehr fruchtig ist. Intensiver als Eisaromen eventuell. Aber naja, das als Berechnung hat das.
Wenn man Langeweile ist und ihr habt mal Lust, probiert es mal aus. Ich kann es mal empfehlen. Was ist mein Geschmack so beurteilt. Gefällt mir. Könnte vielleicht auch ein Schluck intensiver sein, aber im Großen und Ganzen gut gemacht. Ja. Das weiß ich schon wieder nicht, was ich sagen soll. Achso, vielleicht noch eins. Ich habe hier eine 80-20 Base reingekippt. Mit 3 Milligramm Nikotin. Immer so am Rande, wenn es interessiert. Bei Lester, wenn man eine andere Base benutzt, schmeckt das wieder anders. Daher ist unterschiedlich auch da. Bei der 50-50 Base ist zwar flüssiger, aber schmeckt halt intensiver. Bei 80-20 nicht so, aber vollkommen ausreichend. Doch ohne, auch ohne Nikotin schmeckt wieder anders als mit Nikotin. Aber ja, wer da ein bisschen Erfahrung hat, weiß, von was ich spreche. So, jetzt aber wirklich am Ende meiner Fantasie. Wer es sonst gemacht hat, kann gerne ein Abo da lassen. Ist kostenlos, kostenfrei. Nulle mehr. Unten ist ein Link von Matthias, sein Kanal. Der macht Lost Places, empfehlenswert. Wenn man Langeweile ist, einfach mal einschalten. Und wenn noch Zeit ist, auch da könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Der wird sich auch freuen. Aber jetzt wirklich, Ende der Werbung. Ich bin durch für heute. Verabscheue mich, sage bis dahin, gut Dampf.